Was zeichnet Sie als Spieler aus? Welche besonderen Fähigkeiten bringen Sie ins Team? Also ich denke, sicher mal meine Persönlichkeit, weil ich also mit ziemlich allen von der Mannschaft gut. Fußballer ist, denke ich, ist eher meine Schnelligkeit, die mein Vorteil ist. Weil ich auch auf dem Flügel spiele, kann ich das auch gut umsetzen. Und wie wichtig ist das Team für Sie? Haben Sie auch Privatkontakt? Also sicher, eben, wir haben ein super Team mit verschiedenen Charakteren drin, aber wir haben alle super Verhältnisse zueinander und sicher machen wir auch mal etwas neben dem Platz zusammen, weil das gehört auch zu einem Zusammenhalt der Mannschaft. Haben Sie vor dem Profifußball eine Berufslehre gemacht? Ja, weil ich habe Sportlehre abgeschlossen und dann habe ich die Sportlehre angefangen als Kaufmann in der Gemeinde Rinnach. Die habe ich jetzt im 15. im Sommer abgeschlossen und seitdem bin ich Profi. Nun setzen Sie voll auf den Profifußball. War der Wechsel schwierig? Ja, also nein, in dem Sinn gross nicht, weil ich bin eigentlich immer schon länger jetzt integriert worden in der ersten Mannschaft und darum weiss ich auch ein bisschen, wie das Leben ist dort. Der Wechsel ist halt schon natürlich anders vom Arbeitsalltag in den Berufsalltag von einem Fußballer. Aber wir gehen zum Schauen. Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Je nachdem, ob wir eins oder zwei Training haben, wir haben immer von 10 bis 12 oder von 3 bis 5 Training. Zum Teil haben wir zweimal Training am Tag oder je nachdem auch nur einmal und dann verbringe ich den Rest von der Zeit mit Erholen oder sonst irgendwelche Aktivitäten mit Kollegen abmachen oder auch für mich selber ins Fitness zu gehen. Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit? Also, es ist eigentlich meine Arbeit, aber Arbeit kann man es eigentlich so nicht nennen, weil es ist ja mein Hobby, das ich eigentlich auslebe. Es ist mein Traum, den ich immer will und da bin ich jetzt momentan am Leben und das gefällt mir am besten. Haben Sie Ihre Träume verwirklicht? Ich denke, jeder, der Fußballer geworden ist, hat seinen Traum verwirklicht. Weil jeder, der Fußballer wird, hat auch das Ziel gehabt, das zu werden. Und hat auch her, dass ich geschafft habe. Eben mit harter Arbeit eigentlich. Nur mit Talent schafft man es nicht. Welchen Traum haben Sie noch nicht erreicht? Was ich noch nicht Träume erreicht habe, ist klar. Also, als Fußballer will man immer weiterkommen. Und, das war jetzt mal ein wichtiger Schritt, den ich gemacht habe. Und jetzt wird es wieder gut. Wer hat Sie in Ihrer Laufbahn am meisten unterstützt? Das ist sicher meine Familie, meine Kollegen, meine Freundin. Also eigentlich alle aus meinem Umfeld haben mich immer unterstützt bei allem, was ich gemacht habe. Und, hat Ihnen jemand abgeraten, sich Ihre Träume zu erfüllen? Abgeraten in dem Sinn nicht. Ich denke, eben, wie schon in der vorherigen Frage erwähnt, mein Umfeld hat mich eigentlich immer unterstützt bei allem, was ich gemacht habe. Aber klar, es gibt Leute, die halt sagen, ja, wieso machst du das, wieso opferst du so viel auf? Ich denke, ich bin schon seit ich 13 bin, trainiere ich 5 bis 6 Mal in der Woche und habe nicht so viel Freizeit gehabt. Gut, eben, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, meinen Traum bin ich am Leben. Und, ja. Gibt es eine Person, die Sie stark gefördert hat? Stark gefördert haben wir eigentlich vor allem Trainer, die ich hatte. Ich denke, von jedem Trainer konnte ich etwas mitnehmen und darum bin ich jetzt das, was ich heute bin. Wie hatte der Fußball den Familieneintag beeinflusst? Also, ein bisschen auf, ist meine Familie Fußball begeistert, die Mannschaft. Und mein kleiner Bruder hat Fußball gespielt. Meine Schwester ist jetzt zwar nicht so sportbegeistert, aber mein Vater ist auch gefressen vom Fußball. Wir müssen immer für ihn mit ihm shooten. Meine Mutter ist auch in das Spiel gekommen, wo ich gespielt habe, also wirklich Fußballgäste von mir. Was geben Sie einem jungen Spieler mit auf den Weg? Dass man immer an seinen Traum denken und den Traum verwirklichen. Ich denke, jeder kleine Bube, der Fußball begeistert ist, hat das Ziel, Fußballprofi werden. Aber eben jetzt kommt es zu dem, dass nicht nur Talent entscheidet, sondern auch wie hart man an sich schafft. Und wenn man immer an sich glaubt und weitermacht, dann wird man Fußballprofi.
schon die Familie, meine Brüder gespielt und der Zug und jetzt geht's für dich. Also. Am Sonntag. Weißt du, es ist immer so schön, wenn ich etwas Spaß sage. Ich muss so ja, ein bisschen rausgehen. Am Schluss musst du alles so die Face machen. Weißt du? Ja. Aber look. Wieso willst du mich an? Das ist so eine komisch, Mann. Ich bin so lustig. Also nein, warte, ich muss mich konzentrieren. Weißt du, wenn es irgendein anderes Interview ist, aber du, Amir. Also. Ja, weißt du, du musst lachen, Mann, amigo, nein. Also, was? Ich habe mich voll zusammen. Scheiße. Also,